Jetzt funktioniert's. Okay. Okay. Ich bin aber nicht darauf vorbereitet, verdammt. Yes. Du hast ja keine schlimmen Parolen gesagt. Noch nicht. Aber du schneidest es ja eh, ne? Nur die witzigen Sachen dann raus, oder? Nö. Nein, also nicht rausgeschnitten. Da brauche ich ja Kacka-Video mir online stellen. Das ist ein ernsthafter Dokumentationsfilm über das Zocken. Genau. Ich mache einen Dokumentarfilm. Zu einer neuen Aufnahme von GTA 5 Online, die dieses Mal funktioniert. Hier so weit ich das wilden Pinguin-Teddy beim Zocken. Nein, ich meine, ob du nur die lustigen Stellen dann nimmst, meine ich. Ja klar, überhaupt kein Problem. Du sollst mal meine tollen Schnitte anschauen bei meinen Videos, dann wirst du feststellen, dass das nicht geht. Okay, ich sehe schon. Ja, bei uns ist doch alles lustig. Ja, allein aber Mission jetzt. Wie gesagt, ich nehme auf. Ja, da macht was. Jetzt habe ich eine, aber von 1 bis 4 ist es egal. Wir sind ja 4. Ja, aber diese Einzelspielermission, die... Ah, ich könnte sogar entscheiden. Entweder Lester, Aktien und Akten oder Martin, alles für Moneten. Martin gibt am meisten. Eben. Okay. Martin. Die Gangsterbosse zahlen mehr. Jo. Alles die für möchte Money. Gern Hacker, die ein bisschen rumhumpeln. Die Frauen mit Golf anlügen. Ja, so, der spielt auch Golf. Ja, aber nicht immer. Er lässt Minigolf spielen. Er bezahlt es. Ich will auch gern fürs Golfspielen bezahlt werden. Mann, jetzt hast du mich hier in deinem Auto versauern lassen und verschwindest. Ich habe eine Einladung vom Team. X-Ray, ich weiß nicht warum, aber du hast bei mir immer anstatt ein Level einfach nur ein GTA 5 Zeichen. Ja, das habe ich ab und zu bei dir auch. Ja, das habe ich auch bei verschiedenen, das ist ganz random. X-Ray ist halt einfach out of order, weißt du, ist im Level nicht auszudrücken. Ach, das ist Hack off und Hack on, Alter. Das ist wahrscheinlich, der V steht für so ein 1000, du bist wahrscheinlich schon Level 1000. X-Ray arbeitet in Wirklichkeit für Rockstars und Gottmodus an, also Gottmodus aus. Dafür, dass ihn anders ist, aber oft gestorben. Ja, wie heißt das jetzt? Cut oder Schnitt oder... Action. Es gibt hier keine Action. Es gibt hier nur Action. Ah, so, eine Einladung. Einladung. Oh, ein bisschen Action. Also, mach einen Aufruf. Teddy, du hast die Chance. Action? Vielleicht findest du eine alte, da brauchst du weniger Zocken. Jedi-Meister, ja, mit Kampferfahrung gegen den Imperator sucht neue Freundin. Mit vieler Überfallserfahrung. Genau. Aber du weißt eh, wie sein Name ist, oder? Das ist Star Wars eben, die Ewoks. Kennst du doch. Also Teddy? Bin ich jetzt in meinem... Super, ich bin in meinem Apartment. Ich bin so einer von den Ewoks, deswegen heißt es ja Pinguin Teddy, weißt du. Super, wieso bin ich in meinem Apartment? Wieso spawn ich da? Bei euch. Das ist ja nur eine Mission. Ja, das war ich gedacht. Da, wo du halt warst. Und wenn du gerade aus der Sitzung gefolgt bist, startest du dann... Scheiße. Beim Teddy. Genau. Ja, daheim. Ja, stimmt. Ja, oh. Steig in dein scheiß Auto ein, du Vollhans. Vollhans. Also, man sieht wieder richtig viel bei dem Video dieses Mal. Ja. Deine Fahrt zu dem Transporter, den wir dann schon haben. Du musst ja mit deinen Sprachkünsten überzeugen. Doch, ach, der Vogel ist in die Sackgasse gefahren, ey. Hopp, und nimm. Was, nimm? Steig auf und nimm ihn? Ja, ich nehme den jetzt richtig ran, diesen Traktor. Traktor? Den Traktor. Nicht den Traktor, den Lastwagen. Oh, ich helfe euch. Hast du... Achso, ich dachte, das ist echt ein Traktor. Oh Mann. Du hast meine ganze Vorfreude zerstört. Teddy, was machst du? Ich töte die Leute. Olli, wenn du jetzt nach links abbiegst, dann siehst du den Transporter noch einmal, bevor ich ihn abgebe. Vielleicht. Ich fahr jetzt zum Abgabeort. Oh, und da schläge ich ein paar Annäherungsbomben hin und dann sage ich euch, haha. Und dann kriegen wir keinen Schaden. Das ist scheiße. Dann jagst du dich selber voll in die Luft und dann sagen wir, ey. Ja. Dann jagst du dich selber in die Luft. Das ist voll langweilig. Geht ja online, wenn du die Grummikle nicht abballern kannst. Oh, da kann ich gleich fahren bestimmt. Das ist der Missionshack. Mhm.
Also wenn das wirklich alles ist, also wirklich nur den Transporter abliefern. Also dahinten, echt also nicht verfolgt, ja, ein Helikopter, ne? Das, also nur so neben. Das ist ja auch eine billige Mission, weil es von 1 bis 4 Spielern ist. Das kannst du also ja, auch okay. allein. Deswegen. Ja gut, klar. Ja gut, ich habe auch schon eine 1 bis 8 Mission allein gespielt. Das geht auch ohne Probleme. Ja, das Problem ist halt nur, ich habe leider gerade keine Ahnung. Ja, gut. Ja, oder man steckt halt viel Zeit rein. Mit Corona kannst du ziemlich jede Mission alleine spielen, ne? Ja, das ist wahr. Nee, nicht unbedingt. Wenn die, ja. wenn die Raketen haben, dann über einen. Okay, aber die meisten kannst du mit Corona ohne Probleme. Ja, oh, X? Was hast du da? Ich wollte den Heli abballern. Aber nein, das ist ich wollte dich jetzt weg. Schon überfahren. Weil ich aber dachte, der fliegt noch. Ach, du wolltest mich überfahren, okay. Weil ich dachte, du bist ein Passant, aber ich hab doch ausgewichen. Ja, natürlich. Passant angeglaubt. Du sollst den Helikopter anvisieren, du Arschloch. Achso, ich dachte schon, was macht der da? Will der mich anvisieren? Wie? Wie kann eine Lenkrakete daneben gehen? Ja. User joined ja, your channel. User disconnected from your channel. Das ist ja voll scheiße. Wozu habe ich eine Lenkrakete, wenn die daneben fliegt? Das ist eher so eine Aufschaltung. Also wenn du Scheiße sagst, musst du aber dann tüt machen, gell? Naja, hundertprozentig nicht. Hey, das ist GTA 5, ja? Da ist das Grundvoraussetzung. Das halbe Video ist einfach nur tüt. Dann brauche ich Teamspeak nicht aufnehmen. So, ich zeig dir mal, wie es mit der Rakete jetzt geht. Ja, dann machen wir mal. Jetzt fail ich wahrscheinlich auch hart. Boah, jetzt er muss erstmal etzer. Jetzt stirbt er. Ach, schade, Teddy. Ich dachte, du wärst ein Passant. NPCs haben mich überfahren. Fahr nochmal drüber, ja. Das geht ihm ganz gut. Moment mal, spielen wir nicht auf schwer? Ja. Warum haben wir dann ein Teamleben? Immer. Ach so, immer. Okay. Weil wir wissen, dass Teddy drauf geht. In Missionen ist es ja auch so, wenn du stirbst, dass dann. Du ja, da schaut er nur zu. Ja, genau. Ey! Jetzt hänge ich natürlich voll hinterher, weil ich den blöden Heli da runterholen musste. Okay. Ja, das war eine 1 bis 4. Mission bestanden, super! Schauen wir mal, was man dann. Oh, 10.000, ja, ist doch okay. Ach, Level 71. Super. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ich brauche noch ein paar Missionen. Munition muss ich noch kaufen. Ah, Munition kaufen. Ach, scheiße. Geplatzter so, Deal habe ich noch nicht. Links unten habe ich noch nicht. Ja, aber die habe ich schon alle, nämlich. Aber wir können gerne trotzdem nochmal den. Ja, das ist der einzige, der mir noch fehlt, der geplatzte Tier. Deswegen anderen habe ich auch schon. Geplatzte Deal ist cool, aber der ist halt auch recht kurz. Aber das ist echt lustig. Ja, es ist ja nicht so schlimm, weil er wollte dann noch die Heists fertig machen. Da kann ich ja dann nicht mitmachen. Schwer? Ja, schade, dass man keine Zuschauer machen kann. Doch, das geht mittlerweile. Du musst auch, wenn du auf demselben Server bist, irgendwie. Nein, das geht auch einfacher. Du kannst, wenn du ihm beitreten willst, während er in dem Heist ist, kannst du ihm zuschauen. Ja, es gibt jetzt da so ein Beta-System, habe ich letztens gesehen. Damit soll das auch gehen. Also, du kannst zuschauen. Ja, du kannst dich auch in deine Wohnung setzen, E drücken und den Fernsehsender umschalten. Und dann hast du irgendwann eine Auswahl, wenn du weit genug nach rechts gehst, dann schaust du erst so die Kameras von deiner Bude an und danach kommen die Spieler. Dann kannst du die Spieler durchgehen und alle in deiner Sitzung beobachten. Ja, aber du kannst auch. Also irgendwie, wenn es auf. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist unsere Karre? Ja, ist gar kein Auto da, oder was? Doch, ich hab's angezeigt, das sind sie doch alle. Ach. Komm, ich fahr bei Teddy auch mit. Auch bei Teddy mit. Mein Kuruma habe ich versaut. Ja. Der ist da. Ich habe auch gesehen. Ich habe mit meinem Panzer auch versehen den anderen Kuruma vom Donald zerstört. Ich denke so, ja, ist ein Auto, so rumsteht und boom und. Ja, ein Drohnen-Deal wurde von X-Ray erreicht. Jo, da müssen wir jetzt einfach voll reindüsen und den. Den X-Ray zerstören. Ja. So macht man das. Richtig schön boom. Da darfst du nur so schnell. Wenn du mal vernünftig fahren würdest, dann könnte ich auch mal schießen. Ja, du musst nur mal kurz stehen bleiben. So. Brauch nur die Drogen. Du musst wieder einsteigen, okay. Ja, das ist eine mega kurze Mission. Wir sind schon fertig eigentlich. Das ist eben der geplatzte Deal. Jetzt ist er auf jeden Fall geplatzt. Ja, der tankt gleich mit. Ah, ist ja logisch, wenn du da reinrutschst und mal alle umbringst, bevor du überhaupt mit ihm verhandelst, ist ja klar, dass du die platzt. Lass uns doch erstmal reden. Nein! Wir wollen nicht bezahlen. Oh, der PC ist aber auch mutig. Wer hat denn eigentlich die Drogen? Ich, der Teddy. War ja klar, was für eine Frage.
essen, dann nehme ich die. Verdammt. Was ist los? Ausfall verpasst. Soll ich dir die Drogen abnehmen oder was? Schwerer Ballast. Das würde er sofort tun. Nein, nein. Upsala. Kommst du nicht vorbei? Ach, komm ich. Ich bin einfach drüber. Was ist jetzt, Leute? Meine Fresse. Oh, ja, pass auf, jetzt kommt ein langer Dialog. Hey, wer hat auch eine Glatze? Schaut so ähnlich aus wie ich. Weißt du, schaust aus wie Gerrit? Irgendwie erinnert mich irgendwie beide immer an diesen Kommissar Naseband. An wen? Wer ist da? Wer ist da? Oh, guten Abend. Kai, hallo. Wir haben unseren Heist zusammen. Nubi! Yeah. Ja, wunderbar, dann können wir loslegen. Ich muss nur noch mein Spiel starten und dann hosten. Oh oh, da habe ich deine Frau im Hintergrund gehört. Ja, und ich soll euch sagen, dass ich heute nicht so viel labern soll, weil sie in Ruhe das Halbfinale von den Moppets gucken möchte. So. Die Halbfinale von den Moppets? Sag Moppets. Doch deiner Frau, die Models sollen nicht so viel reden. Topmodels, ich habe Moppets verstanden. Achso. Nein, nein. Die Flockmoppels. Wie wir das dann einfach sie zur Freundin schicken, ne? Nein, es funktioniert nicht. Ja, oder warte, noch bessere Idee. Du hast doch Kopfhörer auf, oder? Ja, ich habe Kopfhörer auf. Nein. Aber deswegen soll ich ja nicht so viel labern. Ja? Frag sie mal, ob ihre Lieblingskandidatin noch dabei ist oder schon rausgeflogen ist. Die schaut es doch nicht, wie ich den Kandidatinnen an, wie ich am Zicken erlaubt ist.